Am Anfang war Schwimmen irgendwie für mich sehr, sehr beängstigend und hat auch nicht großen Spaß gemacht. Aber eigentlich finde ich es krass, dass man die Ängste überwinden kann und das, was einem früher Angst gemacht hat, jetzt irgendwie nicht mehr missen will. Ich bin Gina, 21 Jahre alt, bin mit einer körperlichen Behinderung geboren und bin seit 6 Jahren im Leistungssport. Soweit mir erzählt wurde, war es nicht abzusehen, dass ich mit einer körperlichen Behinderung zur Welt komme. Ich war halt dann da und meine Eltern haben dann halt erst gesehen, dass ich was habe. Sie waren, glaube ich, vermute ich, geschockt und wussten nicht, wie sie reagieren sollen, waren ein bisschen überfordert und haben mich dann im Krankenhaus liegen lassen. Ich kam dann, soweit ich weiß, in eine Pflegefamilie für ein halbes Jahr lang und danach in die jetzige Familie, wo ich jetzt wohne. Gesagt, dass ich Pflegekind bin, wurde mir schon immer, von klein auf. Ich bin halt schon mit dem Gedanken aufgewachsen, dass da irgendwas ist, dass es anders ist als andere Kinder vielleicht. Als Kind gab es gelegentlich Treffen mit meiner leiblichen Mutter und meiner leiblichen Schwester, aber meinen Vater habe ich leider nie kennengelernt. Soweit ich mich erinnern kann, kann ich mich jetzt an keinen körperlichen Kontakt mit meiner Mutter erinnern. Wenn wir uns getroffen haben, dann nur Hände schütteln. Dass sie mir sagt, wieso sie mich zurückgelassen hat, hätte ich mir sehr gern gewünscht. Aber ich wollte auch nie von mir aus das Gespräch suchen, weil es nicht meine Aufgabe ist, meine leibliche Mutter zu fragen, wieso ich nicht bei ihr wohne. Ich habe gehofft, dass alles mal von ihr kommt, aber es kam nie was. Seitdem ich 18 war, kam nicht mehr irgendwie wirklich was von meiner leiblichen Mutter, von wegen Treffen und so. Das war alles nur, bis ich 18 war. Als ich dann in Tokio war bei den Spielen, kam gefühlt jeden Tag eine Nachricht von ihr, von wegen, wie stolz sie denn ist und wann denn das Rennen kommt, wann das Rennen kommt und ständig solche Nachfragen. Und da dachte ich mir dann, wieso seid ihr jetzt in so einem Moment für mich da? Und früher in meinem Leben nie. Da ab dem Punkt habe ich mir gesagt, brauche ich nicht sowas und habe ich halt erst realisiert, was das eigentlich alles so ist. Ich bin meinen Pflegeeltern dankbar, dass ich hier sein darf, dass ich genauso aufgewachsen bin wie die leiblichen Kinder und dass da keine Unterschiede gemacht werden. Trainiere ich 10 Einheiten die Woche. Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 2-mal. Mein Mittwochs nur morgens. Und am Wochenende ist immer unterschiedlich. Morgens machen wir immer erst Landtraining und dann Wasser. Nachmittags dann direkt Wasser. Bei Wettkämpfen macht mir am meisten Spaß, andere Leute auch aus anderen Nationen zu treffen und einfach das Beste auf einen herauszuholen, was man die ganze Zeit erarbeitet hat. Einfach das Feeling auch mit den Zuschauern. Ja, Wettkämpfe ist das Beste. Meine Behinderung ist die Dysmelie oder longitudinale Fehlbildung, man kann beides sagen. Mir fehlen die Unterschenkel und die Unterarme. Ich habe an Füßen nur 4 Zehen und an Fingern nur 4 Finger. Mit meiner Behinderung gibt es nur, wurde mir mal gesagt, 4 Leute auf der ganzen Welt, wirklich mit exakt der gleichen. Wie die Behinderung Einfluss auf meine Kindheit hatte, weiß ich nicht mehr. Ich kann mich an meine Kindheit nicht großartig daran erinnern, aber wenn ich andere Sachen nicht machen konnte, die andere Kinder gemacht haben, dann habe ich immer Alternativen gesucht und meistens hat es halt dann irgendwie auch funktioniert. Auf dem Schulhof zum Beispiel gibt es ja immer diese kleinen Fahrräder. Mit den Füßen ist es ein bisschen schwierig, das zu lenken. Ich habe mich dann meistens bei anderen einfach mit draufgesetzt, um so meinen Spaß mitzumachen. Ich hatte von klein auf bis zum Ende der Grundschule Prothesen. Irgendwann waren die Prothesen nicht mehr so mein Ding. Hab dann meine Gesamtschulzeit großteils mit Rollstuhl verbracht. Ich hatte immer so einen E-Rollstuhl. Da gab es leider schon ein paar Geschichten mit Öffentlichen, dass die Fahrer mir die Rampe nicht runter machen wollten, weil sie erstmal auf Klo gehen wollten zum Beispiel. Ich musste dann die ganze Zeit warten und dass der Bus einfach vorbeigefahren ist, weil er zu voll war. In meinem letzten Schuljahr, da habe ich dann irgendwann Skateboard fahren gelernt. Bin dann auf die Idee gekommen, damit auch mein ganzes Leben irgendwie dann zu meistern und habe seitdem dann bin ich Skateboard gefahren. Ich glaube, dass ich aufgrund der Behinderung immer schwierig Freunde gefunden habe. Also ich hatte welche, so 2, 3, 4. Aber mit der ganzen Klasse, wie andere, dass sie mit der ganzen Klasse cool waren, war bei mir irgendwie nie der Fall. Grundschule, Gesamtschule, überall war das irgendwie so ein
Ding, dass die Schüler irgendwie Berührungsängste hatten, glaube ich. Und da jetzt nicht großartig viel mit mir zu tun haben wollten. Das Verhältnis mit meinen Lehrern war eigentlich immer gut. Außer, dass ich halt in der dritten Klasse eine Einzelfallhelferin hatte, die auch gleichzeitig Lehrerin an der Schule war. Die meinte halt, ich werde nie schwimmen lernen, ich werde es nie können, ich werde das nicht können. Und ja, aber das habe ich damals nie irgendwie realisiert gehabt. Als ich 12 war, also 2013 müsste es gewesen sein, Familienurlaub in Dänemark, waren halt eines Tages im Schwimmbad. Ich bin mit meinen Brüdern einfach mitgelaufen, denen hinterhergelaufen. Dann sind die in so ein Becken, in so ein kleineres, wo tief Treppen runtergingen. Die konnten halt natürlich stehen. Mir war das nicht bewusst, dass das dann irgendwann zu Ende ist. Und dann war ich irgendwann unter Wasser, hab das irgendwie gar nicht so schnell realisiert, kam nicht mehr hoch. Es war vielleicht gar nicht so lange, aber es hat sich auf jeden Fall wie eine Ewigkeit angefühlt. Kam dann ganz erschrocken wieder hoch und war unter Schock, dass ich da irgendwie nicht rauskam. Ich brauchte dann aber in der 8. Klasse, einen Schulsportersatz, weil ich den Schulsport nicht mitmachen konnte. Dann bin ich mal zum Schulschwimmen. War auch eine sehr, sehr große Überwindung. Auch um die Schwämme wecken, weil ich irgendwie sau Angst hatte. Die Schwimmlehrerin Birgit hat einfach sehr langsam versucht, mir das im Wasser wieder beizubringen. Hat mir meine Zeit gelassen, hat mir jetzt keinen Stress gemacht. Am Anfang war Schwimmen irgendwie für mich trotzdem noch sehr, sehr beängstigend und hat auch nicht großen Spaß gemacht. Aber als ich dann schon schwimmen konnte, mehr und mehr, und jeden Mittwoch zum Schulschwimmen gegangen bin, da hat es irgendwie Spaß gemacht und bin ich dabei geblieben. Die erste Begegnung hier in der Schwimmhalle war, dass Gina natürlich keine Lust hatte, erstmal zu schwimmen, vielleicht auch ein bisschen Angst. Man musste erstmal auch alles so ein bisschen abchecken. Gina hatte auch keine Schwimmsachen dabei, hat sich erstmal so umgeschaut. Ich habe sie dann eigentlich auch erstmal gelassen. Beim zweiten Mal waren immer noch keine Schwimmsachen da. Und dann haben wir aber geredet, beide. Und ja, dann war mein Angebot, dass ich gesagt habe, okay, wir kriegen das hin. Sie muss hier nicht vor allen und mit allen anderen mitschwimmen. Als die anderen alle draußen waren, ihre Stunde hatten, sind Gina und ich hier ins kleine Becken, hier in diesem Becken, was hinter uns ist, haben dort die ersten Schwimmbewegungen gemacht. Dass Gina was ganz Besonderes ist, das habe ich also natürlich also wirklich relativ schnell gemerkt, weil sie wirklich sehr schnell das Schwimmen gelernt hat. Es ist auch schön, dass Gina hier zu uns kommt und praktisch in dem Unterricht mithilft, den Gina auch mal hatte, wo sie es auch gelernt hat und sozusagen auch ein bisschen was zurückgibt. Das hilft uns hier auch richtig. Also sie ist auch ein Vorbild für die Sportler oder für die Schüler, die hier sind. Eigentlich bin ich Birgit für alles dankbar. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt sonst stehen würde im Leben. Und auch so, dass ich immer eine Ansprechperson habe, die für mich da ist, egal was ist, ob es Schwimmen ist, ob es was anderes ist. Ich kann immer zu Birgit kommen und es ist toll, so eine Person zu haben. Mit 16 bin ich in die Leistungsgruppe gekommen und habe angefangen, schon Leistungssport zu machen. Meine bisher größten sportlichen Erfolge sind die Paralympics in Tokio gewesen. Die Teilnahme an der WM, leider ohne Medaille, aber die Medaillen bei der EM. Die Teilnahme an den Paralympics würde ich gerne mal wiederholen. Und feiern würde ich endlich mal eine WM-Medaille. Aber eigentlich finde ich es krass, dass man die Ängste überwinden kann und das, was einem früher Angst gemacht hat, jetzt irgendwie nicht mehr missen will. Man fühlt sich einfach schwerelos im Wasser und ist ein anderes Gefühl als an Land, weil man die Behinderung auch irgendwie komplett ausblenden kann. Weil im Wasser bist du normal, sag ich mal, und an Land musst du immer irgendwie Alternativen für irgendwas finden und bist anders als andere, bist dumm angeguckt. Und wenn ich halt im Wasser bin, dann fällt es nicht großartig auf. Seit 2021 habe ich mein Abitur gemacht an der Sportschule in Potsdam und studiere seitdem an der FHSMP, Fachhochschule für Sport und Management in Potsdam. Regulär wollte ich an die Uni in Potsdam, an die normale Universität. Das Problem bei der Uni war, ist, dass die einen Sporteignungstest am Anfang machen müssen. Und da sind Sportarten, die ich nicht machen kann. Die Universität war aber leider nicht sehr kooperativ. Ich finde es sehr schade, dass die Menschheit noch nicht so weit ist, oder allgemein die Betriebe, Universitäten, dass man nicht irgendwie
integrativ arbeiten kann. Das ist einfach ein gutes Zeichen für die Menschheit, wenn integrativ gearbeitet wird, weil die Nähe irgendwie von nicht-behindert und behindert entsteht, was sonst irgendwie leider nicht der Fall ist. Ich habe Gina im Frühjahr 2017 kennengelernt, als ich hier nach Potsdam gekommen bin als Bundesschützpunkttrainer. Gina hatte gerade kurz vorher schwimmen gelernt als Schulsportersatzleistung und über den Kontakt, den wir zu den Schwimmschwimmern haben, haben wir Gina kennengelernt, die auch schon im Verein hier ein bisschen trainiert hat unter der Woche und wir haben versucht, sie schnell vom Leistungssport zu überzeugen, weil wir immer auf der Suche sind nach Athleten mit Behinderung, die halt sich versuchen im Parasport so zu präsentieren, was erreichen zu wollen. Und da war Gina halt ein idealer Kandidat für uns. Was man sagen kann, ist, dass sie sich halt menschlich auch durch den Sport viel, viel weiterentwickelt hat. Sie hat viel an Mobilität gewonnen. Da hat sie sich, glaube ich, eine ganze Menge erarbeitet, um ihren Lebensalltag selber viel besser gestalten zu können. Sie lacht relativ viel, ne? Also sie ist immer gut aufgelegt für einen Witz und so weiter. Und sie versucht halt einfach im Training das umzusetzen, was wir Trainer von außen oder wir, unser Team verlangen. Und dass sie sich aber auch quasi nicht zurückwerfen lässt, wenn irgendwas mal nicht so läuft. Was ich die letzten Jahre auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass man sein Ding durchziehen soll, egal was andere sagen. Ich möchte auch später in die Trainerrichtung gehen, kleinen Kindern das mitgeben, was mir mitgegeben wurde. Ich hoffe einfach, dass ich viel von der Welt sehe, auch neben dem Sport. Familie gründen irgendwann und glücklich sein. Also jetzt irgendwie nicht in ein tiefes Loch fallen oder so nach dem Sport, sondern genauso weitermachen wie bisher. Ich glaube, auf mich bin ich stolz, dass ich das alles so durchgezogen habe, wie ich es durchgezogen habe. Klar hat man mit ein bisschen was zu kämpfen, aber irgendwie fügt sich alles gut zusammen und ich bin glücklich, so wie es ist. Gegenüber meinen leiblichen Eltern habe ich jetzt schon in letzter Zeit öfter den Gedanken auch dran gehabt, was sie jetzt wohl denken, wie sie jetzt fühlen. Bin froh, dass ich denen gezeigt habe, dass eine Behinderung eigentlich auch was Gutes sein kann. Ich hoffe einfach, dass die Menschheit irgendwie mal versteht, dass Menschen mit Behinderung genauso viel können wie Menschen ohne Behinderung. Genauso viel erreichen können, wenn sie sich reinhängen und nicht weniger wert sind als Menschen ohne Behinderung.